Gut, dann starten wir zum Webinar Nachhaltiges Finanzmanagement von Kommunen für den Klimaschutz. Das ist eine Veranstaltung im Auftrag des Klimaschutzministeriums und in Kooperation mit dem Verein für Konsumenteninformation. Mein Name ist Katharina Muna-Sammer. Ich arbeite im Bereich Grünes Investment in der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik und darf Sie durch die heutige Veranstaltung führen. In den bisherigen Webinaren haben wir verschiedene nachhaltige Finanzprodukte besprochen. Heute ist der Fokus ein bisschen ein anderer. Es geht um Kommunen und wie diese ihr Finanzmanagement nachhaltig ausrichten können. Dabei möchten wir uns vor allem die Veranlagungsseite ansehen, aber auch die Finanzierungsseite, vor allem vor dem Hintergrund der angestrebten Klimaneutralität bis 2040 in Österreich. Und dabei geht es ja auch um die Finanzierung der Transformation, zum Beispiel der kommunalen Infrastruktur. Bevor ich Ihnen das heutige Programm vorstelle, möchte ich aber das Wort an Dr. Josef Beopsitsch vom Klimaschutzministerium übergeben. Er ist dort in der Abteilung 5.7 Betrieblicher Umweltschutz und Technologie tätig und zuständig für das Umweltzeichen für Finanzprodukte. Josef, bitte. Ja, vielen Dank, Katharina. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ebenfalls seitens des Klimaschutzministeriums zu unserem mittlerweile vierten Webinar begrüßen. Viele sind ja schon vermutlich das zweite, dritte Mal dabei. Ein nachhaltiges Finanzmanagement von Kommunen für den Klimaschutz stellt in Österreich gewissermaßen Neuland dar. Umso mehr freuen wir uns, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Ich erinnere mich an den genialen Oscar Wilde, der mal geschrieben hat: Erfahrung ist der Name, den jeder seinen Fehlern gibt. Also bitte auch alle Erfahrungen im Sinne von Hindernissen, Barrieren, Fehlern, die man gemacht hat, auch erwähnen und diskutieren, um diesen wichtigen Baustein der Klimafinanzierung auch in Österreich effizient umzusetzen. Aber in dem Sinne möchte ich wieder an dich, Katharina, schon übergeben und wünsche uns allen ein spannendes Webinar. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Josef. Ich möchte jetzt gern die Agenda für heute vorstellen. Und zwar den Anfang wird meine Kollegin Susanne Hasenhüttl machen. Sie wird einen aktuellen Marktüberblick über nachhaltiges Finanzmanagement und Investment in Kommunen geben. Dann wird Raphael Fink vom Verein für Konsumenteninformation über das Umweltzeichen als Orientierungshilfe für nachhaltige Veranlagungen sprechen. Und dann freuen wir uns auch über unseren Gastreferenten aus Bayern. Und zwar der Herr Christoph Frey, Stadtkämmerer der Landeshauptstadt München. Er wird darüber reden, wie München nachhaltig investiert, und zwar schon sehr lange. Und im Anschluss gibt es natürlich Zeit für Fragen und Diskussion. Sie können aber auch jederzeit Ihre Fragen hineinschreiben in F und A, also Fragen und Antworten. Wir werden sie nach allen drei Inputs gemeinsam dann diskutieren. Gut, und noch eine Information, wir werden auch die Präsentationen im Anschluss gerne zur Verfügung stellen. Jetzt, Susanne, darf ich dich für deinen Input bitten? Ja, vielen Dank. So, jetzt warten wir noch ein klein wenig auf meine Präsentation. Ja, ich darf Ihnen auch einen schönen Nachmittag wünschen. Meine Aufgabe heute ist es, sozusagen ein wenig in das Thema einzuführen. Sie haben schon gehört, es geht heute um nachhaltiges Investieren, aber auch ein wenig um die Finanzierung, aber vor allem mit dem Hinblick auf Kommunen. Was können Kommunen tun? Ja, wissen, da gibt es ganz viele Aufgaben, aber welche sozusagen, wenn Kapital da ist, wie kann man es hier nach Nachhaltigkeitskriterien veranlagen? Das ist sozusagen unser heutiges Thema und dazu habe ich sozusagen ein paar Folien für Sie vorbereitet. Jetzt muss ich schauen, kann ich, glaube ich, gleich auch das bedienen. Bevor wir starten, möchte ich noch ein paar Worte zu ÖGUT verlieren. Die ÖGUT ist eine Non-Profit-Organisation. Wir sind Mitte der 80er Jahre gegründet worden, und zwar nach dem Konflikt um das Donaukraftwerk in Hainburg. Wir sind wie gesagt, eine ausgleichende Plattform zwischen den unterschiedlichen Interessen. Und zwar diese unterschiedlichen Interessen kommen eben von der Seite der Wirtschaft, Verwaltung und Umwelt. Und wir sind gleichzeitig auch ein Mitgliederverein. Das heißt, unsere Mitglieder kommen eben aus diesen Bereichen, sind viele Unternehmen, sind die Bundesministerien, sind auch die Umweltorganisationen.
Sie sehen in dieser Folie auch eingeblendet unsere 6 Themenfelder, in denen wir tätig sind. Wie Sie sehen, wir sind so im ganzen Bereich der Nachhaltigkeit, Umwelt sehr breit aufgestellt. Und da sehen Sie die Bereiche Energie, Ressourcen, innovatives Bauen, also sozusagen diese ökologischen Themen und Fragestellungen, die man sich im Bereich der Nachhaltigkeit auch erwartet. Dann sehen Sie auch den Bereich grünes Investment, in dem ich arbeite, und aber auch Gender, Diversität, Partizipation, also mehr sozialpolitische, gesellschaftspolitische Fragestellungen. Das sind auch Themen, mit denen wir uns in der ÖGUT beschäftigen. Gut, ich habe schon angekündigt, wir wollen uns jetzt mit nachhaltiger Kapitalveranlagung in Kommunen beschäftigen. Das Thema Green Finance, wenn man sozusagen den Begriff jetzt da verwenden möchte, ist ja derzeit, hat man zumindest das Gefühl, da in aller Munde. Woher kommt das? Was ist sozusagen eigentlich auch der Hintergrund, wieso wir uns auch mit diesen Finanzthemen in der Nachhaltigkeit beschäftigen? Und das ist ganz klar, wir sind alle global gesehen jetzt mit der zunehmenden Klimakrise konfrontiert. Das heißt, wir haben hier aus diesem Hintergrund gewisse Abkommen sozusagen auf globaler Ebene beschlossen, viele Ziele, die es in diesem Gebiet zu erreichen gibt. Und da möchte ich eben das Pariser Klimaabkommen nennen, zu dem sich eben die meisten Staaten dieser Welt auch sozusagen bekennen. Es geht hier darum, ja um den globalen mittleren Temperaturanstieg auf unter 2 Grad zu begrenzen. Also sozusagen diese Klimaschutzziele als Hintergrund hier, aber natürlich auch die sogenannten Sustainable Development Goals. Das sind 17 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, wurde 2015 beschlossen. Also sozusagen ein Rahmenwerk zur allgemeinen nachhaltigen Entwicklung. Das sind, denke ich mal, so wichtige Abkommen, Vereinbarungen auf globaler Ebene, die wir so im Hintergrund sehen. Auf EU-Ebene sind es natürlich dementsprechend die Klimaschutzziele, die wir einzuhalten haben. Möchte ich da nur das große Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 hier erwähnen, beziehungsweise mit den dazugehörigen nationalen Zielerreichungen. Die Katharina hat schon gesagt, in Österreich bekennen wir uns schon zu einer CO2-Neutralität 2040. Also wie Sie sehen, eigentlich nicht mehr allzu viel Zeit für diese großen Ziele. Und wenn man jetzt hier sozusagen die Finanzwirtschaft hineinholt, gibt es auf EU-Ebene eben diesen sozusagen berühmten EU-Aktionsplan Finanzierung nachhaltigen Wachstums, der 2018, also vor 3 Jahren hier publiziert wurde. Was sagt nun dieser Finanzplan aus, beziehungsweise welche Ziele auch stehen hier dahinter? Es geht hier im Großen und Ganzen um nichts weniger eigentlich, um hier nachhaltiges Wachstum zu finanzieren. Es geht hier um nichts weniger als darum, die Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen umzulenken. Das ist sozusagen das große Ziel dahinter, also um hier auch die Finanzwirtschaft, die Finanzbranche einzubeziehen, damit sie auch hier sozusagen einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung und für Klimaschutz leistet. Zu dieser Umlenkung der Kapitalflüsse gehört ja auch dazu, hier auch das Risiko, auch Nachhaltigkeit in das Risikomanagement der Finanzdienstleister einzubetten, beziehungsweise überhaupt Transparenz hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit zu fördern. Das sind sozusagen diese großen Ziele, die hinter diesem EU-Aktionsplan stehen. Dann hat man das Ganze natürlich ausgearbeitet und im Grunde genommen sind es 10 Maßnahmenpakete mit den entsprechenden Regularien, die damit eben verbunden sind, die hier eben veröffentlicht wurden.
Und ja, man glaubt, man kann gut sagen, die Finanzbranche ist da durchaus sehr beschäftigt damit, hier auch den Regularien hier Genüge zu leisten. Und es ist so, dass da hier wirklich sehr, sehr viel in Bewegung ist. Wenn Sie sich damit beschäftigen, wissen Sie, wovon ich rede. Auf diese genauen Maßnahmenpakete möchte ich hier an dieser Stelle auch gar nicht eingehen. Wir wollen uns ja heute speziell mit den Kommunen beschäftigen. Und aber um überhaupt einmal zu schauen, nachhaltige Geldanlagen, nachhaltiges Investieren, wer macht das überhaupt, beziehungsweise ja, von welcher Marktsituation reden wir? Da habe ich jetzt nur zwei Grafiken für Sie mitgebracht. Wenn Sie sich schon näher mit diesem Thema beschäftigen, dann kennen Sie diese Grafik wahrscheinlich. Es ist eine Darstellung aus dem aktuellen Marktbericht des Forum Nachhaltige Geldanlagen. Dieses Forum veröffentlicht jedes Jahr eben Marktzahlen zum Thema nachhaltige Geldanlagen für den deutschsprachigen Raum. Und hier in dieser Folie sehen wir eben die Marktentwicklung jetzt für Österreich. Und es ist wirklich eine sehr schöne ansteigende Grafik. Beginnend mit 2005 sehen wir hier eben die Entwicklung von in dem Fall nachhaltigen Fonds und Mandaten in Österreich. Und da sehen Sie hier wirklich von 2005 weg bis 2020 wirklich eine sehr, ja, sehr beachtliche Entwicklung, die dieses Thema sozusagen mit sich gebracht hat. Und noch eine zweite Grafik dazu, weil natürlich die Frage ist, woher kommt überhaupt die Nachfrage nach diesen nachhaltigen Veranlagungen? Wer fragt hier nach? Wer sind die Investoren? Und da muss man klar sagen, dass es bisher vor allem die institutionellen, also die professionellen Anleger sind, die hier nachhaltige Geldanlagen nachfragen. Für Österreich gesehen waren das bisher immer so in etwa 75%, ja. Und erst im Vorjahr, also 2020, haben auch die privaten Anleger und Anlegerinnen hier ordentlich zugelegt. Die Privaten sind schon mittlerweile in Österreich für etwa 34% der Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen verantwortlich. Also da hat es ein ziemliches Wachstum gegeben im Vorjahr. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist dieses Thema bisher oder wird dieses Thema vor allem von den institutionellen Investoren getrieben, also Pensionskassen, die betrieblichen Vorsorgekassen in Österreich, Versicherungen, Banken, aber auch kirchliche Institutionen. Also das sind die hier diese Nachfrage vorantreiben. Wie schaut es aber nun in den Kommunen aus? Ja? Ist hier das Thema schon angekommen, beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es überhaupt auf Gemeindeebene oder auch in den Städten natürlich, hier auch nachhaltiges Finanzmanagement zu betreiben, beziehungsweise hier Kapitalveranlagung nachhaltig auszurichten? Und da möchte ich mich jetzt in den nächsten, sozusagen nächsten 10 Minuten eben vor allem mit drei Möglichkeiten beschäftigen. Das ist zum einen natürlich die nachhaltige Kapitalveranlagung, das heißt hier die Integration auch von Nachhaltigkeitskriterien in die Veranlagung. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Damit verbunden auch möchte ich das Thema Divestment aufgreifen. Etwas, was sozusagen in Österreich noch nicht wirklich Fuß gefasst hat, beziehungsweise also überhaupt nicht und auch nicht auf sozusagen Kommunalebene. Was bedeutet das überhaupt? Das möchte ich ansprechen. Und neben der Veranlagung möchte ich aber auch mich ein wenig dem Thema der Finanzierung von nachhaltigen Projekten oder von Klimaschutzprojekten widmen. Also das wären sozusagen die drei Fragestellungen. Beginnen wir aber mit dem ersten Thema, Divestment. Was bedeutet das? Macht das schon jemand? Divestment, das ist sozusagen eigentlich das Gegenteil von Investment. Ja? Also vom Investieren ist eben dieses Divestment, dieser bedeutet das eben der Abzug von Kapital. Grundsätzlich egal sozusagen woraus, also aus welcher Branche, in dem Fall bei uns geht es natürlich um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz, darum bedeutet hier Divestment, Abzug von Geldern aus klimaschädlichen Geldanlagen und damit sind natürlich konkret die fossilen
die fossile Energiebranche gemeint und dass hier sozusagen Geld abgezogen wird, um eben hier einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dieses Thema Abzug von Geldern aus wenig wünschenswerten Branchen ist grundsätzlich kein neues Thema. Die moderne Divestment-Bewegung kommt aber aus hat so mit 2012 begonnen, also eigentlich eine sehr, sehr junge Bewegung. Und ich beziehe mich hier da auch ein wenig auf eine Publikation, die in Deutschland 2020 veröffentlicht wurde von Adelphi Research, FNG und Klimabündnis. Da haben sich diese Organisationen eben genau mit diesem Thema beschäftigt, nachhaltige kommunale Finanzen bzw. vor allem Divestment in Deutschland jetzt. Also was gibt es ja schon, was machen die deutschen Städte, was machen hier die deutschen Kommunen? Und damit hat sich eben diese Studie beschäftigt. Global gesehen sind es aber schon mehr als 1100 Institutionen weltweit eben, die seit 2012 einen sogenannten Divestment-Beschluss gefasst haben. Also gesagt haben, sie möchten eben aus Klimaschutzgründen hier aus diesen fossilen Energieträgern und aus der dementsprechenden Finanzierung aussteigen. Das sind hier so namhafte Organisationen wie die Europäische Investitionsbank, aber auch eben sehr viele Universitäten, viele kirchliche Organisationen, Stiftungen, aber auch Kommunen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, aber auch zum Beispiel der norwegische Pensionsfonds oder auch die Rockefeller Stiftung. Ja, sehr, sehr, sehr unterschiedliche Organisationen, die sich dazu bekannt haben. In Österreich ist das bisher noch, also praktisch kein Thema. Machen wir aber einen Schritt weiter und schauen wir uns an, wenn es jetzt um die Kapitalveranlagung geht, welche Möglichkeiten habe ich sonst hier sozusagen, dass die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Das sind hier natürlich Überlegungen, die hier ganz allgemein gelten. Ja? Ganz allgemein gelten für die Finanzbranche, aber es natürlich auch eine Möglichkeit darstellt, wie jetzt Kommunen mit ihrem Kapital sozusagen umgehen können, beziehungsweise wie sie das Kapital veranlagen können. Und dann, da gibt es ganz klare nachhaltige Anlagestrategien, mit denen hier gearbeitet wird. Wenn Sie sich schon mit dem Thema nachhaltige Kapitalveranlagen beschäftigen, dann ist Ihnen das auch bekannt. Da kennen Sie diese sieben Strategien, die Sie auch in dieser Folie sehen. Zum Beispiel eben die Verwendung von Ausschlusskriterien. Das heißt, dass ich hier in bestimmten Branchen nicht investiere, also quasi kein Geld in Waffen, in Gentechnik. Aber auch zum Beispiel nicht in die Kohleindustrie, nicht in die fossile Energiebranche. Ja, also da haben wir auch hier diesen Konnex auch zum Divestment eigentlich. Ja. Aber eben Ausschlusskriterien, also hier investiere ich in gewissen Branchen nicht. Best-in-Class-Ansatz, auch das ein sehr berühmter, wenn ich das so sagen kann, Ansatz hier quasi. Hier werden keine Branchen ausgeschlossen. Ich kann hier also sehr, sehr breit investieren, nehme aber aus jeder Branche nur die aus Nachhaltigkeitssicht besten Unternehmen heraus und investiere ich dann in diese klassenbesten Unternehmen. Ein weiterer Ansatz, den ich hier kurz erwähnen möchte, Engagement und Stimmrechtsausübung, auch ein sehr, sehr also ein Ansatz, der auch immer hier beliebter wird, weil er durchaus sehr viel auslösen, hier sehr viel bewirken kann. Engagement, worum geht es hier? Da geht es darum, um Unternehmensdialoge. Das heißt, ich als Investor trete mit Unternehmen, in die ich investiert bin oder auch vielleicht investieren möchte, mit diesen Unternehmen trete ich in Kontakt, in Austausch, in Dialog und möchte sie dazu bewegen, hier zum Beispiel dass sie das Produktportfolio nachhaltiger gestalten, dass es eine Klimapolitik gibt im Unternehmen und so weiter und so fort. Ja, also alles, was hier auch mit nachhaltiger Entwicklung, mit Klimaschutz zu tun hat, kann ich hier
an als Investor kann ich hier entsprechende Anstöße geben. Das ist eben hier mit Engagement gemeint. Und wenn ich im Aktionär bin, kann ich auch über meine Stimmrechte hier entsprechenden Druck auch im Sinne der Nachhaltigkeit ausüben. Also auch das ein sehr beliebter klassischer Ansatz einer nachhaltigen Veranlagung. Dann gibt es hier auch ESG-Integration, Impact-Investment, normbasiertes Screening, nachhaltige Themenfonds. Also das sind noch weitere Ansätze, wie ich hier vorgehen kann, um Nachhaltigkeit in meine Kapitalveranlagung zu bringen. Aber dazu werden wir dann auch im Nachhinein von meinen Nachrednern noch einiges hören. Also welche Kriterien gibt es hier konkret, welche Standards gibt es hier. Darauf wird dann auch Herr Fink dann eingehen, beziehungsweise natürlich auch, wie hat das die Stadt München gemacht. Also da werden wir im Nachhinein noch einiges hören. Das waren so ein bisschen die Möglichkeiten auf dieser ansatzmethodischen Ebene, wie ich hier Nachhaltigkeitskriterien in die Veranlagung bringe. Also etwas, was jeder machen kann, der hier Kapital veranlagt und eben auch die Kommunen, wenn hier entsprechendes Kapital da ist. Ich möchte aber auch ein wenig noch über die Finanzierung von nachhaltigen Projekten auf kommunaler Ebene sprechen. Und möchte hier zwei ausgewählte Finanzierungsinstrumente erwähnen. Wenn es darum geht, natürlich entsprechend Projekte zu finanzieren, dann gibt es natürlich die ganz klassischen Möglichkeiten, zur Bank zu gehen, über Kredite, über Fremdmittel hier die Finanzierung sicherzustellen. Es gibt aber auch quasi innovativere Finanzierungsinstrumente, wie zum Beispiel Bürgerbeteiligungsmodelle oder auch Green und Social Bonds. Das sind natürlich auch nicht jetzt nur Finanzierungsinstrumente für Kommunen, ja, das ist allgemein, ja, aber es ist doch etwas, was hier auf kommunaler Ebene eingesetzt werden kann. Bei der Bürgerbeteiligung oder bei diesen Instrumenten, da gibt es auch verschiedenste Modelle. Erwähnen möchte ich hier Crowdinvesting als hier eine sehr innovative Finanzierungsform. Ganz kurz gesagt, wie funktioniert Crowdinvesting? Da gibt es eigene Internetplattformen, die hier als Vermittler auftreten, Vermittler zwischen den Geldgebern und Geldnachfragern sozusagen. Ja. Also hier werden Projekte auf diese Plattform gestellt. In dem Fall, wir reden eben da vor allem von grünen Projekten. Und dann die Crowd, also die Bürger und Bürgerinnen, beteiligen sich hier mit kleinen Beträgen an diesen Projekten. Also machen es möglich, dass hier kommunale Projekte finanziert und umgesetzt werden. Und da möchte ich vielleicht auch quasi kleine Werbeeinschaltung, unsere eigene Crowdinvesting-Plattform, die wir betreiben, auch nennen im Crowd for Climate. Also das ist wirklich eine spezialisierte Plattform zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten. Also der Einsatz von Bürgerbeteiligungsmodellen, eine Möglichkeit eines interessanten Finanzierungsmodells für Klimaschutzprojekte auf kommunaler Ebene. Dann möchte ich aber auch noch die Green Bonds und die Social Bonds ansprechen. Green Bonds, Social Bonds sind eben zweckgebundene Anleihen zur Finanzierung von grünen oder eben sozialen Projekten und Aktivitäten. Also etwas, das auch sehr, wenn man sich hier globale Zahlen ansieht, ein Marktsegment, das hier sehr stark im Wachsen ist. In Österreich noch weniger, muss man sagen. Vor allem auf kommunaler Ebene tut sich hier noch gar nichts, muss man auch sagen. Ja. Wenn es alles nach Plan läuft, wird aber die Republik Österreich im nächsten Jahr einen Green Bond emittieren. Das wäre so jedenfalls der Plan. Es können aber durchaus auch die Bundesländer könnten hier Emissionen tätigen, aber auch auf Städteebene, also eine Stadt Wien, auch eine Stadt Graz, könnte hier durchaus so einen Green Bond emittieren, um damit entsprechende kommunale Klimaschutzprojekte zu finanzieren.
Und erwähnen in dem Zusammenhang möchte ich auch noch eine Förderschiene des Klima- und Energiefonds. Ich habe hier auch den Link auf die Internetseite hier dargestellt, auf dieser Folie. Da geht es darum, dass hier zum Beispiel Kommunen, die hier Klimaschutzprojekte finanzieren und das hier über ein Crowdinvesting machen oder über einen Green Bond, dann entstehen hier entsprechende Kosten natürlich und diese oder ein Teil dieser sogenannten Nebenkosten kann hier über eine Green Finance Förderung des Klima- und Energiefonds abgedeckt werden. Wenn das für Sie vielleicht interessant wäre, dann darf ich Sie da bitten, hier auch da auf der Seite des Klimafonds nachzuschauen. Da sehen Sie den Leitfaden, was muss quasi erfüllt sein, welche Kriterien muss ich erfüllen, damit ich hier Anspruch auf diese Förderung habe. Das möchte ich Ihnen da an dieser Stelle auch noch mitgeben. Und zu guter Letzt noch eine oder ein paar Gedanken zu den kleinen Kommunen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn Sie aus einer kleinen Kommune sind, werden Sie denken, naja, das ist ja alles schön und gut und alles ganz interessant, aber wir haben ja überhaupt kein Kapital zur Veranlagung, wir haben kein Geld, wir sind froh, dass wir das sowieso alles finanzieren können, dass wir hier als Kommune überhaupt quasi finanzieren müssen. Welche Möglichkeiten für kleine Kommunen gibt es aber trotzdem, wenn es sozusagen auch nur geringes Kapital da ist oder auch dementsprechend nur eingeschränkte Möglichkeiten und vor allem auch nur eingeschränkte personelle Ressourcen. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Und dazu werden wir vielleicht im Anschluss auch noch einiges hören. Aber vielleicht nur dazu, es gibt, und das hat man auch in dieser Studie für Deutschland festgestellt, auch die Möglichkeit hier, dass sich hier Kommunen, ich sage mal gleichgesinnte Kommunen zusammenschließen, um hier das Anlagevolumen zu vergrößern. Ist natürlich nicht so einfach, hier dieser Zusammenschluss, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, die man hier vielleicht andenken kann. Eine andere Möglichkeit ist sicher, es geht ja, also auch Gemeindebedienstete haben hier eine Pensionsvorsorge und über die Wahl der betrieblichen Vorsorgekasse oder auch der Pensionskasse kann man hier auch in eine Kasse oder eine Kasse wählen, die hier stärker auf das Thema Nachhaltigkeit setzt oder weniger stark. Also auch da hier gibt es Möglichkeiten, wo ich halt als Gemeinde hier aktiv werden kann. Und natürlich auch, wenn ich hier auch ganz klassisch mit meiner Hausbank rede und über Kredite rede, über einen Kommunalkredit, muss man auch sagen, es gibt hier auch schon bei den allermeisten Banken schon ein sehr großes Angebot an nachhaltigen Finanzprodukten, vor allem Fonds. Aber es gibt hier auch schon nachhaltige Girokonten, nachhaltige Sparprodukte, noch nicht sehr viel, aber auch da tut sich sehr viel oder hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Also da gibt es einfach ein zunehmendes Angebot auch in den Banken und also auch hier kann man hier mal das Gespräch suchen und überlegen, wie könnte man hier auch entsprechend nachhaltig veranlagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon eine gute Überleitung ist zu meinen Nachrednern, die hier dann noch genaueres dazu sagen werden. Und ja, damit möchte ich auch hier meinen Beitrag beenden und freue mich schon sozusagen auf die weiteren Beiträge. Vielen Dank. Ja, danke Susanne für die Einführung ins Thema und für das Aufzeigen der Handlungsmöglichkeiten von Kommunen in Richtung nachhaltige Finanzen. Im nächsten Programmpunkt geht es um den österreichischen Standard für nachhaltige Veranlagung, das österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte. Und da übergebe ich das Wort an Raphael Fink vom VKI. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite, während die Präsentation geladen wird. Mein Name ist Raphael Fink, ich bin beim Verein für Konsumenteninformation tätig für das österreichische Umweltzeichen und betreue dort unter anderem eben auch das österreichische Umweltzeichen 49 für nachhaltige Finanzprodukte und habe die nächsten 10 Minuten ein bisschen unter den Titel die Richtlinie als Leitfaden gestellt, weil mir einfach natürlich auch bewusst ist, dass für Kommunen auch vielleicht ein bisschen interessant sein könnte, was in der Richtlinie drinnen steht, was man sich vielleicht
rausziehen könnte, auch ein bisschen als Leitfaden, wie man mit seinen Finanzierungen und Investments aus Nachhaltigkeitssicht umgeht, ohne gleich an eine Zertifizierung zu denken. Also auch das gibt es bei uns im Umweltzeichen. Im Bereich anderer Richtlinien ist das durchaus üblich, dass die Umweltzeichenrichtlinie herangezogen wird, einfach auch als Leitfaden. Moment, ich versuche nur zu steuern. Ach, jetzt geht's. Ich möchte ganz kurz über die Geschichte und den Anspruch des österreichischen Umweltzeichens reden, bevor ich dann kurz über den Vergabeprozess und die Richtlinienüberarbeitung, also wie die Kriterien überarbeitet und ausgestaltet werden, spreche und dann einen Überblick über die Kriterien der UZ 49 zu geben und dann noch einen kurzen Ausblick in die sehr nahe Zukunft wagen. Das österreichische Umweltzeichen gibt es seit 1990 für rund 65 Produkte und Dienstleistungen. Das reicht von Wandfarben über nachhaltige Finanzprodukte hin zu Tourismusbetrieben und Bildungseinrichtungen. Es ist also ein sehr diverses Richtlinienportfolio. Es ist ein staatliches Gütesiegel im Eigentum der Republik Österreich, wobei der Träger der Initiative ist das Klimaschutzministerium, früher hieß es Umweltministerium, und der Verein für Konsumenteninformation, der ist mit der Administration des Umweltzeichens, aber auch mit der Kriterienentwicklung beauftragt. Es gibt dann darüber hinaus auch noch ein Steuergremium, den sogenannten Umweltzeichenbeirat. Der hat drei ganz wichtige Aufgaben. Der gibt quasi die Gesamtstrategie des österreichischen Umweltzeichens vor. Er beschließt Richtlinien, also ist das beschlussfassende Gremium auch, und er beauftragt uns mit der Richtlinienerstellung. Also wenn zum Beispiel aus einer industriellen Branche oder aus der Industrie quasi vom Markt ans Umweltzeichen herangetragen wird, für eine bestimmte Produktgruppe ein Umweltzeichen zu erstellen, ist es der Umweltzeichenbeirat, der letzten Endes darüber entscheidet, ob dazu eine Richtlinie ausgearbeitet werden soll oder nicht. Die Idee ist ganz einfach. Es gibt quasi, es ist nicht eine Auszeichnung des absolut umweltfreundlichsten, nachhaltigsten Produkts, sondern es wird beim österreichischen Umweltzeichen immer der Markt herangezogen und dann quasi das oberste Segment des Marktes soll mit den Kriterien, wie sie in den verschiedenen Richtlinien formuliert sind, adressiert werden. Das sind laut Umweltzeichensatzung sollen da ungefähr die obersten 10-20% des Marktes adressiert werden und das sind ist ganz klar, dass damit eine glaubwürdige Orientierungshilfe für Konsumenten und Konsumentinnen geboten wird. Das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte ist europaweit das älteste Finanzlabel in Europa. Da gibt es aktuell 9. Es besteht seit 2004. Bis 2019 waren nur Fonds, verschiedene Investmentfonds auszeichnbar. Im Jahr 2020 oder seit 2020 sind dann auch Produkte im Finanzierungsbereich, da namentlich Green Bonds, und auch Sustainable Bonds, sowie natürlich Spar- und Giroprodukte auszeichnbar. Das heißt, wir haben jetzt beide Seiten, sowohl Investment- als auch Finanzierungsseite, abgedeckt durch die Richtlinie. Sie sehen anhand der Grafik ein sehr, sehr starkes Wachstum, vor allem im Verlauf der letzten 3 bis 4 Jahre. Also es hat 14 Jahre gedauert, von 2004 bis 2018, bis die ersten 100 Finanzprodukte ausgezeichnet waren. Und wir haben jetzt im August, also nach nicht einmal 3 Jahren, nach 2,5 Jahren, schon die zweiten 100 Finanzprodukte ausgezeichnet. Links sehen Sie auch noch ein bisschen die Aufschlüsselung. Also wir haben aktuell 64 Unternehmen, die Lizenznehmer dieser Richtlinie sind, mit quasi Assets under Management von ungefähr 21 Milliarden Euro. Der Großteil der zertifizierten Produkte sind natürlich Fonds, einfach weil es von 2004 bis 2019 auch nur möglich war, nur Fonds auszuzeichnen. Aber wir haben doch in diesen 1,5 Jahren, die jetzt seitdem die neue Richtlinie gilt, ein bisschen mehr, auch schon 12 ausgezeichnete Spar- und Giroprodukte, aber auch 9 fondsgebundene Lebensversicherungen sowie 3 Green Bonds. Also auch im Bereich der Finanzierungen mehren sich einfach schon die Produkte und auch da gibt es eine immer größere Auswahl. Und es ist auch tatsächlich so, dass es immer wieder Anfragen von Interessenten in diesem Bereich gibt, insbesondere im Bereich von Spar- und Giroprodukten. Vielleicht noch ein Satz, Sie finden die ausgezeichneten Produkte, ich habe es auf meiner letzten Folie verlinkt, alle auf umweltzeichen.at, wenn Sie sich ganz konkret interessieren, welche Unternehmen da Produkte im Angebot haben. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, wie die Richtlinie erstellt wird. Die wird nicht im Hinterzimmer erstellt, sondern dadurch, dass die Umweltzeichenrichtlinie wirklich das zentrale Vergabedokument, also ganz, ganz zentral ist für die Zertifizierung, weil da einfach drinsteht, was erfüllt werden muss
von einem Finanzprodukt, damit es das österreichische Umweltzeichen erlangen kann, wird das im Rahmen eines transparenten und partizipativen Prozesses gestaltet. Also das ist in der Regel so, es gibt immer verschiedene, wie soll ich sagen, Subgruppentreffen zu verschiedenen Unterthemen. Also zum Beispiel gab es im Zuge der letzten Richtlinienüberarbeitungen 2 Workshops zum Thema Green Bonds. Es wird laufend Feedback gesammelt, also auch jetzt während der Gültigkeitsperiode der Richtlinie, die ist immer 4 Jahre, wird Feedback gesammelt. Also nur um ein Beispiel zu geben, aktuell kommen sehr, sehr viele Anfragen, ob grüne Kredite auszeichnbar sind. Sind sie aktuell leider nicht, aber ist natürlich ein Thema, das dann im Rahmen der nächsten Richtlinienüberarbeitung sicher angegangen werden wird, einfach weil das Interesse von Seiten des Marktes auch so groß ist. Es gibt immer Online-Konsultationen, wo kommentiert und diskutiert werden kann. Es gibt immer im Austauschtreffen zu verschiedenen Themen. Es gibt mindestens ein Fachausschusstreffen, das ist dann nochmal eine große Runde in vorpandemischen Zeiten physisch, wo über die kontroversen Punkte, wo man sich vielleicht online noch nicht einig geworden ist, einfach auch nochmal diskutiert. Also zum Beispiel waren das im Rahmen der letzten Überarbeitung zum Beispiel Ausschlusskriterien, aber auch die Produktgruppe der Richtlinie etc. etc. Und es gibt auch immer noch für Unternehmen, aber auch natürlich öffentliche Stakeholder, also auch zum Beispiel Kommunen oder NGOs oder wissenschaftliche Institutionen, immer eine Stellungnahmemöglichkeit, und wir sind auch verpflichtet, diese Stellungnahmen dann dem Beirat zu übermitteln, damit der quasi voll umfassend informiert ist und darauf basierend eine Entscheidung über die Richtlinie dann treffen kann. Ich habe schon gesagt, die Kriterienanpassung erfolgt im Normalfall alle 4 Jahre. Es ist durchaus denkbar, dass das auch kürzer ist. Aber prinzipiell ist die Richtliniengültigkeit ebenso wie auch die Gültigkeit der Zertifizierung für unsere Lizenznehmer 4 Jahre. Dann wäre wieder eine Rezertifizierung, also ein neuerliches Gutachten etc. nötig. Warum wird die Richtlinie überarbeitet? Ganz einfach auch um flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren, um aktuelle Entwicklungen zu antizipieren. Gesetzliche Themen, Regulatorik ist ein Riesenthema, Stichwort Taxonomie zum Beispiel. Also es passiert einfach, wir bewegen uns in einem Umfeld, wo sehr, sehr viel passiert. Und da muss man natürlich sagen, was vor 4 Jahren vielleicht noch ein hohes Anspruchsniveau war, ist vielleicht innerhalb dieser 4 Jahren einfach schon auch bis zum gewissen Grad Marktdurchschnitt geworden, und man muss wieder an manchen Stellen schon ein bisschen nachschärfen. Zum Vergabeprozess möchte ich eigentlich nur ganz kurz reden. Also das ist, es gibt gewisse Gebühren, die fällig werden, die sich aufsplitten auf Gutachtergebühren und Gebühren, die der Zeichennutzung dienen. Ganz wichtig zu behalten ist, dass die Vergabe des österreichischen Umweltzeichens auf einem unabhängigen Gutachten beruht, die von bei uns akkreditierten Prüfer und Prüferinnen erbracht werden. Diese Prüfer können zwar von den Lizenznehmern frei gewählt werden, dennoch ist das Gutachten natürlich unabhängig, wird auch noch an uns, an den Verein für Konsumenteninformation übermittelt und dann in dem Fall bei dieser Richtlinie von mir auch nochmal inhaltlich und formal geprüft, ob alles plausibel und vorhanden ist, bevor wir dann dem Bundesministerium für Klimaschutz sagen, okay, dieses Produkt dieses Lizenznehmers darf das österreichische Umweltzeichen verliehen bekommen. Um jetzt in medias res ein bisschen in die Kriterien des UZ 49 einzusteigen, es basiert im Wesentlichen auf 3 bis 4 Säulen. Es gibt Ausschluss- und Positivkriterien. Susanne Hasenhüttl hat der Investment schon näher gebracht. Und im Endeffekt sind genau das Ausschlusskriterien. Da wird einfach definiert, in welche Aktivitäten zum Beispiel Unternehmen nicht involviert sein dürfen, damit in diese investiert werden darf. Dasselbe gibt es auch für Staaten, im Fall von Staatsanleihen. Ich gehe auf der nächsten Folie auch noch auf die Ausschlusskriterien ein. Es gibt aber auch, und das ist ganz wichtig, eine Formulierung von insofern von Positivkriterien als Best in Class, auch das wurde von Susanne Hasenhüttl erwähnt, einfach ein gewisser Mindestanspruch in zertifizierten Umweltzeichenfonds vorhanden sein muss. Also nicht, es geht nicht nur darum, dass ich Ausschlusskriterien formuliert habe, also in das, was ich nicht formulieren darf. Ich muss mir auch quasi investmentseitig einen Prozess überlegen, wo ich sage, okay, ich muss in gewisse bessere Assets investieren. Es gibt dann eine Säule der Kriterien, betrifft die Qualität des Researches, also welche Daten werden verwendet, welche Methodik im Hintergrund, um die gewährleistet, dass am Ende immer ein umweltzeichenkonformes Portfolio oder Finanzprodukt am Ende rausschaut. Im Bereich des Research für Green Bonds haben wir Anforderungen an die SPO, da gehe ich auch nachher noch kurz ein, an die Second Party Opinion. Ganz wichtig, weil es ja ein Label ist, das sich an Konsumenten und Konsumentinnen wendet,
Transparenzanforderungen. Also es muss das gesamte Portfolio veröffentlicht werden. Es müssen mindestens 5 Titel aus Nachhaltigkeitsperspektive näher beschrieben werden. Oder zum Beispiel im Finanzierungsbereich, also bei den Spar- und Giroprodukten oder den Green Bonds, muss auch ein entsprechendes transparentes Reporting jährlich veröffentlicht werden. Und für Investmentfonds gibt es dann noch eine vierte Säule, die sogenannte Bonussektion, wo quasi Kriterien formuliert sind, die nicht erfüllt werden müssen, die aber, weil das österreichische Umweltzeichen Investmentfondsbereich ein punktbasiertes Label ist, dazu beitragen können, dass einfach Lizenznehmer noch ein bisschen besser abschneiden und dann auch quasi Punkte holen können. Allerdings ganz wichtig, die Punkte dieser Bonussektion können nicht Punkte aus Musskriterien, wie zum Beispiel der Ausschlusskriterien, kompensieren. Also es gibt quasi ein gewisses Mindestniveau und dann kann man noch bisschen drüber die Kür dazu oben drauf legen. Ausschlusskriterien sind einfach wichtig, auch für Konsumenten und Konsumentinnen, weil sie einerseits eine gewisse Sicherheit geben, dass gewisse kontroverse Aktivitäten nicht in einem Umweltzeichen zertifizierten Portfolio oder Finanzprodukt drinnen sind. Andererseits sind sie aber sehr einfach kommunizierbar. Beispiele für Ausschlusskriterien im Umweltzeichen 49 sind zum Beispiel im Bereich der Ausschlusskriterien, die Unternehmen betreffen, alles rund um Atomenergie, genauso wie Gentechnik, das sind zwei sehr österreichische Themen, die einfach sehr spezifische Werthaltungen auch repräsentieren. Genauso sind aber auch Aktivitäten in Rüstung da, Produktion und Handel und natürlich auch fossile Brennstoffe und da sowohl die Förderung als auch die Energieerzeugung, außer im Bereich von Gas, die ist noch inkludiert, sonst ist alles im Bereich fossile Brennstoffe ausgeschlossen. Ausschlusskriterien für Staaten wären zum Beispiel Staaten, die die Todesstrafe anwenden oder besonders korrupt sind. Ganz wichtig, ich komme nachher nochmal ganz kurz darauf zu sprechen, die Ausschlusskriterien im Finanzierungsbereich, also bei Green Bonds und Spar- und Geoprodukten, gelten auf Emittentenebene, also sprich zum Beispiel bei einem Unternehmen, das den Green Bond begibt, also zum Beispiel ein von der OMV begebener Green Bond wäre nicht umweltzeichentauglich, einfach weil die OMV aufgrund ihres Kerngeschäfts, wo sie mehr als 5% Umsatz mit der Förderung fossiler Energien erzielen, kein Umweltzeichen erlangen könnte, aber es geht auch auf Projektebene, das heißt, es dürfen keine Projekte finanziert werden, die diesen Ausschlusskriterien widersprechen. Ich möchte noch ganz kurz auf den nächsten Folien abschließend auf den Finanzierungsbereich eingehen, weil das einfach ein sehr wichtiger Bereich ist, der auch immer wichtiger wird im Rahmen des österreichischen Umweltzeichens. Ich habe schon gesagt, also auszeichnbar sind Green Bonds von Staaten, staatsnahen Emittenten, Gebietskörperschaften, also zum Beispiel Kommunen, aber auch Unternehmen und Finanzdienstleistern, genauso wie Spar- und Giroprodukte von Finanzinstituten und Banken. Das habe ich auch schon gesagt, dass die Ausschlusskriterien eben auf Emittenten- und Projektebene gelten, da die vorhin genannten. Zusätzlich haben wir aber auch noch einige weitere Ausschlusskriterien auf Projektebene im Finanzierungsbereich definiert, die sonst nicht gelten, einfach weil das ein bisschen kritische Technologien auch betrifft, wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage, also Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, um da ein bisschen auch auf der sicheren Seite zu sein, beziehungsweise ein bisschen eine Richtung vorzugeben, die es nicht gehen soll. Es gibt auch hier wieder Positivkriterien im Finanzierungsbereich, aber es gibt keine explizit technischen Kriterien, also es gibt keine ganz detailliert vorformulierten Kriterien, sondern da wird an den 6 Umweltzielen der Taxonomie erfolgt da eine Anlehnung, einfach auch deshalb, um Lizenzen die Möglichkeit zu geben, hier auch selber Schwerpunkte zu setzen. Also es kann sein im Bereich der nachhaltigen Infrastruktur, es kann aber genauso sein im nachhaltigen Wohnbau. Auch da gibt es natürlich gewisse Prinzipien, denen man folgen kann. Im Bereich der Green Bonds ist ja eine Second-Party-Opinion im Rahmen des österreichischen Umweltzeichens sowieso Pflicht. Da werden gewisse Kriterien formuliert, was quasi in einer Second-Opinion drinnen stehen muss, was die erfüllen muss. Es wird gefragt, welche Organisation das macht und ob die quasi die Eignung hat, für eine SBO zu erstellen. Und es muss die Second-Party-Opinion auch veröffentlicht werden, ganz im Sinne der Transparenzkriterien. Und auch Reporting, habe ich schon erwähnt, ist sehr, sehr wichtig. Also da müssen eine Reihe von verschiedensten Aspekten, von finanziellen über Nachhaltigkeitsaspekte hin zu, welche Projekte werden da eigentlich finanziert, müssen dargestellt werden. Insgesamt prüft das Umweltzeichen quasi im Finanzierungsbereich sowohl den Emittenten, also sowohl das Finanzinstitut oder die Kommune oder das Unternehmen, also auch die Emission selber, also das wäre dann zum Beispiel der Green Bond und da wird geschaut, okay, welche Projekte werden da finanziert, was für einen Prozess zur Projektbewertung und Auswahl liegt da eigentlich vor, was wird mit dem Geld gemacht, wie wird das Geld
verwendet. Wie ist die Qualität und der Umfang der Second-Party-Opinion und wie schaut es aus mit der Berichterstattung? Insgesamt, meine letzte Folie, kann man sagen, das österreichische Umweltzeichen ist auf jeden Fall ein Leben im Aufwind. Das hat man, glaube ich, auch ganz gut an der Grafik, die ich eingangs gezeigt habe, gesehen. Es bietet eine sehr, sehr glaubwürdige Orientierung. Das österreichische Umweltzeichen ist in Österreich auch ein sehr, sehr bekanntes Gütesiegel, ist auch bekannter als das europäische Umweltzeichen oder der deutsche Blaue Engel. Es gibt eine sehr, sehr starke Nachfrage nach oder wachsende starke Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten. Es gibt auch eine sehr starke Nachfrage nach den Zertifizierungen in dem Bereich. Dadurch, dass es schon eine große Vielzahl an verschiedenen Produkten gibt, gibt es mittlerweile auch ein sehr gutes Angebot und das kann man wirklich als eine solide Basis im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte bezeichnen. Ganz wichtig oder auch ein Grund für diesen Erfolg ist einfach, wie die Richtlinien steht, dass dahinter kompromissorientierte, transdisziplinäre und sehr transparente Entscheidungsfindungsprozesse stattfinden. Also jeder, der sich da einbringen will, kann sich auch einbringen und wird auch quasi gehört und da wird wirklich sehr viel diskutiert. Aber am Ende schaut dann ein Produkt, also sprich eine Richtlinie raus, die möglichst breiten Konsens hervorrufen oder finden soll. Und die Richtlinie kann auch ohne Zertifizierung auch als guter Leitfaden einfach für Veranlagungen und Finanzierungen dienen, wenn jemand Interesse hat im Bereich nachhaltige Finanzierungen oder nachhaltige Investments, lohnt sich da vielleicht mal ein Blick in die Richtlinie, um zu schauen, was steht da so drin, weil das ja auch bis zu einem gewissen Grad den aktuellen State of the Art im Bereich nachhaltiger Finanzierungen oder nachhaltiger Investments zusammenfasst. Abschließend, es kommen natürlich einige neue regulatorische Herausforderungen auf uns zu, Stichwort Taxonomie, Stichwort Offenlegungspflicht. Also es kommen hier verschiedene Nachhaltigkeitsbestimmungen von Seiten vor allem der Europäischen Union auf uns zu, dass die dazu dienen sollen, auch mehr Transparenz einerseits quasi zu bringen, andererseits die Gefahr von Greenwashing zu reduzieren. Es ist so, dass bei all jenen Produkten, die Finanzierungen betreffen, also sprich Green Bonds oder Spangeo-Produkte, dass es da tendenziell keine Schwierigkeit gibt, weil die schon quasi damals auch ein bisschen im Hinblick auf die Taxonomie formuliert wurden im Investmentbereich, wird man sehen, wie dann schlussendlich damit umgegangen werden wird. Und der zweite Punkt ist, dass sich die Labellandschaft in Europa, ich habe gesagt eingangs, es gibt aktuell 9 Gütesiegel im Finanzbereich in Europa, womöglich relativ stark ändern wird, wenn dann einmal das europäische Umweltzeichen veröffentlicht sein wird. Das wird ungefähr innerhalb des nächsten halben Jahres sein. Das hat sich jetzt schon sehr, sehr oft verzögert, aber das wage ich zu behaupten, dass das bis zum zweiten Quartal 2022 veröffentlicht ist und dann wird man sehen, welchen Einfluss das auf die Gütesiegelbranche in Europa haben wird. Und damit bin ich auch schon am Ende und Sie finden hier noch alle Informationen auch verlinkt. Vielen Dank. Ja, danke Raphael für deinen Einblick in die Umweltzeichenrichtlinie und den Ausblick. Ich hoffe, wir können nach dem dritten Referat auch noch ein bisschen diskutieren, wie die Umweltzeichenrichtlinie für Kommunen nützlich sein kann. Und wir kommen jetzt zu unserem dritten Input einer Vorreiterkommune im Bereich nachhaltiges Finanzmanagement. Und ich freue mich, das Wort an Herrn Christoph Frey zu übergeben. Er ist der Stadtkämmerer der Stadt München. Und vielleicht, Herr Frey, können Sie auch noch kurz erläutern, was die Aufgaben eines Stadtkämmerers sind. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, wir können Sie gut hören. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Ja, die Aufgabe eines Stadtkämmerers, ich weiß nicht, offen gesagt nicht, wie die Leitung eines Finanzreferats in einer Kommune in Österreich heißt. Kämmerei ist ja an sich eher ein süddeutscher Begriff und beschreibt eigentlich die reine Haushaltsabteilung in einer süddeutschen Finanzverwaltung, die Kämmerei heißt, sind aber das meiste noch eine ganze Reihe von anderen Funktionalitäten angesiedelt, wie Vermögensmanagement, Kasse und die Steuerabteilung, also alles, was mit dem Thema Geld zu tun hat, fließt hier in der Stadtkämmerei bei der Stadt München zusammen. Wir sind ein Referat, so heißt es bei der Stadt, oder in anderen Städten Dezernat, mit ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben eben einen Großteil Kassentätigkeit, Debitoren, Kreditoren und eben unsere kommunalen Steuern, Gewerbesteuern, Grundsteuer und die kleinen Steuern, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer.
und natürlich dann auch die originäre Haushaltsplanerstellung und Haushaltsbewirtschaftung, das Rechnungswesen und Vermögens- und Beteiligungsmanagement, das heißt das Treasury, die städtischen Geldanlagen und Kreditaufnahmen sind ebenfalls bei der Stadtkämmerei angesiedelt. So viel zur Tätigkeit oder zum Umfang der Tätigkeit. Ja, danke. Soll ich, darf ich gleich starten? Ja, bitte. Ja, Sie hatten mich ja gebeten, kurz abzubilden und zusammenzufassen, wie die Stadt München im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite ihre Finanzmittel anlegt und auf der anderen Seite aber auch bei Finanzierungen von städtischen Investitionsvorhaben darauf achtet, das Geld so zu vereinnahmen, dass es auch zumindest vielleicht nicht immer den ökologischen, aber jedenfalls den Nachhaltigkeitskriterien, wie sie bei den Vereinten Nationen definiert sind, im Hinterkopf behalten bzw. berücksichtigen. Da haben wir das ein oder andere Experiment jetzt gestartet und haben da auch noch einiges vor. Komme ich jetzt im Laufe des Vortrags kurz darauf. Ich hoffe, jetzt kann ich nicht weiter. Doch jetzt. Ja, also einmal das Thema Finanzierungsbedarfe und Möglichkeiten im kommunalen Kontext, dann die Anlageseite und dann möchte ich noch auf die Stadtanleihe 2020 eingehen. Das war unser bisheriges, ja, zumindest in der jüngeren Geschichte, größtes Experiment und das ist sicherlich auch vielleicht beispielgebend für andere Kommunen. Ja, was sind unsere Hauptfinanzierungsnotwendigkeiten? Das ist einmal das Thema Wohnungsbau. Das kann man sich gut vorstellen. München ist wahrscheinlich auch bei Ihnen bekannt als sehr teures Pflaster, hohe Wohnungsmietpreise und deswegen versucht die Stadt dort steuernd einzugreifen und den Wohnungsbau entweder durch eigenen Wohnungsbau, unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die Stadt München hat darüber ca. 65.000 Wohnungen, aber auch privaten Wohnungsbau von Genossenschaften und Baugemeinschaften entsprechend ja zu subventionieren bzw. Rahmenbedingungen zu stellen, dass dort die Mietpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gebunden werden können. Das andere ist das Thema Verkehrsinfrastruktur, was uns in der Zukunft sehr stark umtreiben wird. Sie sehen hier ein sehr eindrucksvolles Bild einer sanierten U-Bahn-Station, meine ich, dürfte das sein. Ja, das ist an der Münchner Freiheit von einem bekannten Münchner Lichtkünstler. Das ist schon passiert. Aber Sie sehen da drinnen auch noch die alten Züge, die heute noch fahren aus der Zeit der Olympischen Spiele, als die U-Bahn in München vor 50 Jahren ziemlich genau in Fahrbetrieb aufgenommen hat. Also es müssen Züge erneuert werden, es müssen Stationen saniert werden. Es gibt einen hohen Ausbaubedarf im schienengebundenen Verkehr, sowohl Trambahn als auch U-Bahn. Und da werden in den kommenden Jahren auch Milliardeninvestitionen notwendig, die entweder aus dem Hoheitshaushalt, also Stadt München, oder von den Stadtwerken, die die Betreiberin der Infrastruktur sind, zu finanzieren sein. Und auch das ist durchaus typisch für eine Großstadt, das Thema Schulbau. Das hat zwei Gründe. A, haben wir einen relativ starken Zuzug, also wir haben ein Nettowachstum auch aus der Stadt heraus einerseits und dann noch Zuzug. Also die Stadt wächst stetig, um das Wachstum dann auch entsprechend mit Bildungsinfrastruktur zu begleiten, müssen viele Schulen in neuen Stadtquartieren gebaut werden. Und, das kann man vielleicht selbstkritisch sagen, was können viele Städte von sich behaupten, man hat vielleicht auch den Schulbau bzw. die Sanierungstätigkeit über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, ein wenig vernachlässigt. Und deswegen haben wir in München Deutschlands größtes Schulbauprogramm, um eben auch dort als Bildungsstadt unsere Akzente zu setzen. Diese Schulbauoffensive umfasst auch mehrere Milliarden Euro auf die nächsten Jahre. Das müssen wir tun, den Schulbau. Das ist nach der Gesetzgebung, sind die Kommunen Sachaufwandsträger. Das heißt, die Infrastruktur, bauliche Infrastruktur und Ausstattung muss von der Kommune kommen, wird ein Stück weit bezuschusst vom Staat, aber ist in der Aufgabe der jeweiligen Kommune. Also eine umfangreiche Finanzierungstätigkeit in der jüngeren Vergangenheit bis Covid waren wir durchaus in der Lage, unseren Schuldenstand abzubauen. Also wir haben eigentlich gar keine Finanzierungsschwierigkeiten gehabt. Im Gegenteil, der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, also der Cashflow, das, was am Ende des Jahres übrig blieb, war so viel, dass daraus alle Investitionen mehr oder weniger finanziert werden konnten und noch was übrig geblieben ist, sodass die Schulden abgebaut werden konnten. Wir hatten also 1-2 Jahre, da waren die Vermögensbestände und die Schuldenstände ungefähr gleich. Man hätte sozusagen auch fast von einer Schuldenfreiheit sprechen können. Das zeigt sich für die nächsten Jahre deutlich anders, weil die Investitionsbedarfe jetzt auch anrollen und tatsächlich
die Mittel abfließen und weiter in Planung sind. Und weil wir natürlich jetzt auch aufgrund der Covid-Krise durchaus finanziell eine deutliche Bremsspur in der Finanzierung im Haushalt sehen. Also klassische Bankenfinanzierung ist für uns jetzt mehr ein Thema als in der Vergangenheit. Heißt, wir schreiben Kommunalkredite aus an eher Großbanken, weil die Volumina, die wir aufnehmen, in der Regel von mittleren oder kleinen Instituten nicht finanzierbar sind und vergeben die dann einfach schlicht und ergreifend nach dem besten Angebot rein auf den Zinssatz bezogen. Dann haben wir die Finanzierung der Banken und Investoren. Das ist dann in Teilen ein wenig, schon fast ein bisschen diffizil. Und da gehen wir dann schon in die Richtung Begleitung durch Banken, heißt Anleihen, Schuldscheindarlehen oder, was die Stadt München auch viele Jahre nicht mehr getan hat und nicht tun musste, wo wir uns ein Stück weit wieder rantasten, ist das Thema Leasing oder andere Formen von öffentlicher, privater Partnerschaft. Und schlussendlich auch durch private und institutionelle Investoren, da kommen wir jetzt eben in den Teil hinein, den wir jetzt zunehmend auch aus mehreren Gründen angehen. Das Thema nachhaltige Finanzierung und zertifizierte Anleihen oder auch so etwas Ähnliches wie Bürgerkredite, was sich meistens dann in unserem ersten Fall gemischt hat mit der zertifizierten Anleihe oder beides gleichzeitig bedient worden ist. Warum ist das für uns zunehmend interessant? Das eine ist, dass es einen politischen Willen gibt, nach Nachhaltigkeitskriterien dann auch eine Finanzierung bereitzustellen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch durchaus aus Finanzsteuerungssicht heraus sinnvoll, weil wir unsere klassischen Kommunalkredite auch ein Stück weit schonen wollen, also die Kreditlinien bei den Banken schonen wollen und sozusagen uns am Markt dann über Investoren, private und institutionelle finanzieren möchten. Das ist durchaus auch strategisch jenseits der Nachhaltigkeitskriterien eine sinnvolle Angelegenheit. Ja, für uns, ich denke, das ist, glaube ich, geteilte Mehrheitsmeinung, dass die ESG-Kriterien an dieser Stelle die wesentlichen sind, auf die wir uns beziehen, die im Hinblick auch auf eine nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaschutz entsprechend einzahlen. Politisch geprägt und umrahmt ist das Ganze durch eine langjährige rot-grüne oder jetzt grün-rote Haushaltsmehrheit. Wir hatten jetzt mal 6 Jahre lang die Grünen nicht mit in der Regierung, sondern sozialdemokratisch-konservativ. Aber grün-rote, rot-grüne damals noch Reformbündnis, wie es angetreten ist, ist in München schon ein sehr altes und war eigentlich bundesweit auch ein Vorreitermodell, bevor in anderen Bundesländern oder anderen Kommunen oder gar im Bund rot-grüne Koalitionen zusammengetreten sind, war die in der Stadt München im Städtischen Rat eigentlich die erste große nennenswerte mit bundesweiter Ausstrahlung. Und daher kommt auch ein Stück weit dieser politische Wille in die Nachhaltigkeitsbewertungen von Geldanlagen entsprechend zu gehen. Also wir haben zunächst angefangen mit der Anlageseite im Jahr 2008, also jetzt vor gut 10 Jahren, um das Geld, das wir anlegen dürfen müssen, dann auch unter Nachhaltigkeitskriterien zu platzieren. Da gibt es diverse, wenn man so will, Bereiche. Auf der einen Seite haben wir unsere Stiftungsvermögen. Die Stadt München hat die größte Stiftungsverwaltung im Bundesgebiet. Das heißt nicht, dass wir zwangsläufig auch dann gleich das größte Volumen haben, aber sehr viele Stiftungen, deren Vermögen angelegt wird, auch durch die Stadtkämmerei. Und auf der anderen Seite zum Beispiel aber auch einen Pensionsfonds für die Beamtenpensionen oder schlicht und ergreifend, auch wenn es im Gesetz nicht mehr steht, punktuell auch mal etwas zurücklegen im Rahmen einer Tilgungs- und Investitionsreserve. Man sagt, wenn in irgendeiner Form Überschüsse entstehen können, die auch mal eine gewisse Zeit rückgestellt werden, angelegt werden und dann zum späteren Zeitpunkt für definierte Investitionen zur Verfügung zu stellen. Ja, die wesentlichen Positionen sind oder waren damals natürlich auf der einen Seite das Volumen. Man ist mal mit 50 Millionen gestartet und hat die dann in einen Spezialfonds angelegt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Und letzten Endes sind wir heute so weit, dass wir sämtliche Geldanlagen der Stadt München,
bis auf den Bayerischen Pensionsfonds, an dem wir beteiligt sind und unsere Mitwirkungsmöglichkeiten beschränkt sind, weil da eben der Freistaat Bayern bzw. auch andere Kommunen mitbeteiligt sind, haben wir nicht so viel Einfluss. Aber das, was originär sozusagen Geldanlageuniversum der Stadt München ist, wird nach entsprechenden Ausschlusskriterien angelegt. Das ist auch ein Prozess, der seit 2008 läuft, weil auch die einzelnen Kommunalfonds, Spezialfonds ja auch laufende Verträge hatten mit den Fondsmanagern, mit den entsprechenden Banken und so weiter, sodass man sozusagen immer mit neuen Vertragszeiträumen dann auch immer die Kriterien sukzessive in Richtung Nachhaltigkeitskriterien gezogen hat. Und das sind jetzt die Positionen, die Ihnen, glaube ich, geläufig sind, die auch im Vortrag vorher schon angedeutet worden sind. Also alles, was sozusagen das Spektrum von Menschenrechte, Rüstung, Waffen, Kernkraft, Uran und so weiter, all das ist ja auch eben genannt worden. Und hier werden dann entsprechende Werte festgesetzt und auch sukzessive eben dann prozentual nach unten gedrückt. Wir kommen da an Grenzen, muss man dazu sagen, weil es auch für die Fondsmanager nicht zusicherbar ist, dass bestimmte Restwerte von unter 5% in diesen Bereichen dann doch irgendwo noch über die entsprechenden Produktketten versteckt sein könnten. Also einen 100%igen Ausschluss können wir auch mit den Partnern nicht vereinbaren, aber zumindest das auf einen niedrigen einstelligen Prozentbereich im Gesamtfonds dann Ausschluss unterdrücken. Ja, wir haben die Eigenanlagen, das sind also die, wo wir selber sozusagen Anleger sind, wo wir dann Termingelder, Pfandbriefe und so weiter emittieren, beziehungsweise dann auch Fremdanlagen. Das heißt also, wo wir Kommunalfonds auflegen, die dann eben nach diesen Vertragskonstellationen mit den entsprechenden Bankhäusern und Fondsgesellschaften aufgesetzt werden. Wie gesagt, Best-in-Class-Ansatz und die Ausschlusskriterien analog des FNG-Siegels, also die Kriterien und die Schwellengrenze, die im FNG-Siegel enthalten sind, finden auch bei uns Anwendung. Punktuell sind wir vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle noch etwas strenger. Das ist so unser Anlageportfolio, so vom Volumen her, was Pfandbriefe und Termingelder angeht, brauche ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Da sehen Sie ungefähr die Summen in Millionen Euro. Der größte Anteil steckt in diesen Kommunalfonds, weil wir selber nicht in der Lage sind, jetzt Fondsmanager zu spielen, sondern das geben wir dann entsprechend in Auftrag nach diesen Kriterien. Was wir als Trend schon beobachten konnten, was auch andere Kommunen schon gemacht haben, ist eben im Bereich der Bonds, Geld auf dem Markt, wenn man so will, zu besorgen. Und das ist das, was ich Ihnen auch gleich nochmal expliziter zeigen werde, was wir Anfang des letzten Jahres an die Börse gebracht haben, war ein Social Bond, der ja soziale Projekte, Wohnungsbau und so weiter und so fort umfasst, die ja auch Teil dieser UN-Nachhaltigkeitskriterien sind, aber jetzt nicht zwingend auf das ökologische oder auf die ökologische Dimension einzahlen. Und wo wir uns jetzt gerade Gedanken machen, wo wir planen, wo wir auch mit potenziellen Lead-Managern reden, ist einen Green Bond aufzulegen, wo natürlich in erster Linie dann Klimaschutzmaßnahmen im investiven Bereich hinterlegt werden. Wir bayerischen Kommunen dürfen ja nur Kredite aufnehmen, um Investitionen zu finanzieren für den laufenden Betrieb, ist eine Kreditaufnahme ja ausgeschlossen. Das heißt, es geht jetzt darum, dass wir Projekte, also Investitionsprojekte, identifizieren, die auf einen Impact erzielen im Hinblick auf den CO2-Ausstoß. Das kann energetische Sanierung im Wohnungsbau sein, das kann ein bestimmtes Level sein, das über das normale Maß, Standardmaß hinausgeht bei Neubauten. Es kann im Bereich Verkehr sein, um CO2 dort zu vermeiden oder zu reduzieren. Und diese Investitionsprojekte werden jetzt derzeit gesammelt. Das ist offen gesagt gar nicht so einfach, weil wir da, oder nicht wir jetzt, sondern unsere Fachreferate, die für diese ganzen Investitionsplanungen zuständig sind und diese auch ausplanen mit unseren städtischen Beteiligungsgesellschaften, eine grobe Vorstellung haben, wo die Reise hingeht, aber noch nicht sozusagen im Rahmen einer konkreten Planung sagen können, Eurobetrag X wird dann exakt auf folgendes Investitionsprojekt einzahlen. Und das brauchen wir am Ende des Tages, um dann auch in der Second Party Opinion ein positives Urteil zu bekommen, dass auch tatsächlich ein Impact
erzielt werden kann. Ich gehe aber davon aus, dass im nächsten Jahr oder spätestens in 2 Jahren wir ausreichend Projekte zusammen haben, die dann einen kurz- bis mittelfristigen Impact erzielen können. Was wir noch ein Stück weit diskutieren intern, sind die Sustainability Link Bonds, wo man also weniger auf das einzelne Investitionsprojekt geht, sondern vielmehr auf den dann auch hinterlegten CO2-Ausstoß abzielt. Das können unsere Stadtwerke leichter tun, weil sie tatsächlich in der Energieversorgung, Energieerzeugung sind und sie relativ gut planen können. Wenn ich ein neues Kraftwerk baue, dann hat es auch zertifiziert und berechenbar weniger CO2-Ausstoß, als es bisher hat. Oder wir haben Geothermie beispielsweise auch in München, wo ich dann CO2-frei produzieren kann. Das lässt sich natürlich in einer heterogenen Struktur, wie es bei städtischen Investitionen der Fall sein wird, möglicherweise nicht immer ganz so 1:1 nachweisen. Und deswegen sind wir da noch ein Stück weit vorsichtig und konzentrieren uns eher auf den mittleren Bereich, diesen Green Bond, weniger auf den Sustainability Link Bond. Ja, jetzt vielleicht die Erfahrung, die wir bereits gesammelt haben, die dann auch ja handlungsleitend sein wird für den Green Bond, die Münchner Stadtanleihe Social Bond vom Beginn letzten Jahres. Die Emissionsgröße waren 120 Millionen Euro. Hart gesagt, drunter braucht man nicht anfangen. Also 100 Millionen ist die absolute Untergrenze für so ein Finanzprodukt, weil schlicht und ergreifend die Nebenkosten, die daraus entstehen, also sprich Second Party Opinion, die Lead-Partner müssen ja auch auf in der Form auf ihre Aufwendungen kommen. Wir haben Distributionskosten und so weiter und so fort. Also diese Kosten sind fix und je höher sozusagen die Emissionsgröße, umso größer dann dementsprechend der Verteiler, dass dann pro Anteilsschein die Nebenkosten bzw. die externen Kosten noch vertretbar und in einem vertretbaren Rahmen sind. Wichtig ist, dass wir vom Gesetzgeber verpflichtet sind, uns von der Wirtschaftlichkeit her so zu verhalten, wie wenn wir einen klassischen Kommunalkredit ausschreiben würden. Also wir müssen marktfähig sein. Alles andere, wenn wir jetzt für irgendwelche sozialen Ziele oder auch ökologische Ziele uns verschlechtern würden, sozusagen in der Aufnahme von Fremdkapital, dann wäre das rechtlich unzulässig. Man könnte schon fast ein wenig von Untreue sprechen. Deswegen war es dann schon fast ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, im Niedrigzinsniveau, möglichst exakt einen Wert zu finden, was den Coupon angeht, beziehungsweise die Rendite angeht, und haben uns dann an die Börse gewagt und sind dann eben am 18. Februar an die Bayerische Börse gegangen. Das ging dann mit Orderbook los und wir haben dann gesehen, dass dieses Produkt fünffach überzeichnet war. Also wir hätten diese 120 Millionen fünfmal von der Börse holen können. Das hatte sicherlich einmal damit was zu tun, dass die Landeshauptstadt München einfach ein gutes Rating hat, ein exzellentes. Auf der anderen Seite war das Produkt einfach auch, will man sagen, sexy. Das war einfach neu, das gab es so in der Form nicht. Und da gab es eine ganze Reihe von institutionellen Anlegern, die einmal aus Sicherheitskriterien, auf der anderen Seite aber eben aus Nachhaltigkeitskriterien und aufgrund der Neuheit dieses Produkts sich in entsprechende Anteile erworben haben. Und was neben dem Social das Neuartige war, dass wir, das war erstmalig im Bundesgebiet, dass wir auch die Bürgerschaft beteiligt haben. Das hat folgendermaßen funktioniert. Die Lead-Partner, das war in dem Fall bei uns die Obervereinsbank, also und die Bayerische Landesbank in Kooperation mit der Sparkasse München, die haben dann 20% des Anlagevolumens übernommen und haben dann diese Summe ins Retail-Geschäft gegeben. Wir konnten mit den Lead-Partnern vereinbaren, sowohl mit der Sparkasse, die dem Verbund für das Retail-Geschäft zuständig war, genauso wie die Obervereinsbank, dass sie, sollte ein Kunde noch kein Depot bei dieser Bank haben, das Depot, solange nur die Stadtanleihe in diesem Depot liegt, das Depot kostenfrei ist für den Kunden, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte, wenn eine Bürgerin 2.000 Euro Stückelungen, 2 Anteile hat, dann mit den Gebühren fürs Depot mehr zahlt, als was sie nachher an Rendite rausbekommt. Und dazu haben sich dann auch unsere Partner verpflichtet. Das Ganze wurde dann öffentlichkeitswirksam auch beworben, das heißt in U-Bahnen unten, Zeitungsanzeigen und so weiter, sodass es auch transparent war und die Bürgerschaft davon mitbekommen hat.
und auch ein Großteil oder alles, was die Banken sich für den selbst erworben haben, die Partner dann ins Retail-Geschäft geben konnte, in unterschiedlicher Stückelung, wirklich manche, die 1.000, 2.000 Euro oder eben teilweise eben 100.000 im Bereich sich daran beteiligt haben. Ob wir das in Zukunft nochmal so hinbekommen, steht in den Sternen, weil wenn wir jetzt in einen negativen Coupon aufgrund der Zinsentwicklung rutschen würden, dann wird es fürs Retail-Geschäft natürlich schwierig, weil die Banken in der Regel an die breite Kundschaft keine negativ verzinslichen Papiere verkaufen dürfen und auch wollen. Am Ende des Tages hatten wir dann eine relativ schräge Laufzeit, wie Sie erkennen können. Warum kommt man auf 12 Jahre? Etwas ungewöhnlich, ja, das lag daran, weil wir einen Coupon von 0,25 erzielen wollten und auch noch einen einigermaßen attraktiven Coupon abbilden wollten. Wenn wir von der Laufzeit kürzer gegangen wären, was eigentlich unser Ziel war, maximal 10 Jahre, wäre der Coupon dementsprechend abgesunken. Wir wollten aber 0,25 erreichen. Ja, das hatte ich bereits mündlich erwähnt, über Vereinsbank, Bayern, LB und Sparkasse. Die Second Party Opinion wurde dann durchgeführt von der Firma IMUG, die da ein hohes Maß an Expertise verfügt. Und sie überprüft, ob das die Projekte, die im Hintergrund stehen zu diesen 120 Millionen, dann auch tatsächlich entstehen, beziehungsweise die Mittel dafür verwendet werden. Das ist ein bisschen ein Widerspruch zum Gesamtdeckungsprinzip im Haushalt, aber trotzdem soll nachgewiesen, wie in einer Art Verwendungsnachweis, dass ein Impact entstanden ist. Und wir hatten in diesem Zusammenhang eine Mitfinanzierung eines Bildungscampuses in Freiham, einem komplett neuen Stadtteil von München, in Höhe von 215 Millionen, teilweise eben aus dem Social Bond finanziert. Und ein Vorkaufsrecht aus Erhaltungssatzung, eine große Wohnanlage im Innenstadtbereich von 177 Millionen. Da konnten wir im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts einem Pensionsfonds zuvorkommen, um dort dauerhaft dann auch die Mietniveaus zu schützen und vor Filetierung, Eigentumswohnungen und so weiter und so fort die Mieterschaft dort zu bewahren. Und auch da ist ein Teil der finanziellen Mittel dann reingeflossen. Das waren die wesentlichen Projekte, die auch dann tatsächlich diesen Impact abbilden. Das war parallel zu den Projekten, wenn man so will, also die Finanzierung parallel zur Realisierung. Wenn wir in den Green Bond gehen, werden wir es ähnlich anlegen, das heißt mindestens 100 Millionen. Ob wir die Bürgerschaft beteiligen können, hängt von der Höhe des Coupons ab, ob wir in den negativ verzinslichen Bereich reinkommen. Und was das Thema Impact angeht, da sehen wir nicht so sehr die Parallelfinanzierung von Projekten, sondern wirklich mehr im Sinne des eigentlichen Impacts, was wir in der Zukunft dann auch daraus finanzieren werden. Und dementsprechend ist die Systematik eine ähnliche, wie wir es bereits beim Social Bond hatten. Ja, das ist es im Grunde genommen. Hier sehen Sie nochmal die Zusammenstellung, wer was erworben hat beim Bookbuilding. Es ist, glaube ich, nicht überraschend, dass es eher konservative institutionelle Anleger sind, aber eben auch 20% aus der Münchner Bürgerschaft gekommen ist. So viel von meiner Seite. Stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Herr Frey, für Ihren spannenden Einblick in das nachhaltige Finanzmanagement der Stadt München und auch auf die spannenden Produkte und Bürgerbeteiligungsmodelle. Es wäre jetzt Zeit für Ihre Fragen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt keine Fragen im Fragen- und Antworten-Teil, also keine schriftlichen Fragen. Aber aufgrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl wäre es möglich, dass Sie sich auch mündlich zu Wort melden. Und dafür würde ich bitten, wenn Sie Interesse haben, einfach die Hand zu heben. In der Zwischenzeit würde ich schon vielleicht eine Frage selbst stellen, und zwar, die Stadt München ist ja schon sehr lange in diesem Themenbereich tätig, also eigentlich schon seit 2007 war der Ursprung, und jetzt wollte ich Sie noch fragen, was war eigentlich der Auslöser, sich mit dem Thema nachhaltige Finanzen zu beschäftigen für die Stadt München? Wie ist es dazu gekommen? Ja, letztlich ein politischer, wie ich es erwähnt hatte, die Ratsmehrheit zu Beginn der 2000er Jahre hat sich auf den Weg gemacht, an vielen Stellen in der Stadt das Thema Nachhaltigkeit zu verankern. Das fängt an bei einem Kriterienkatalog für ökologisches Bauen, also dass man zum Beispiel bei der Auswahl von Baumaterialien ausschließt, dass der Naturstein aus Kinderarbeit kommt oder dass Schadstoffe in den Baumaterialien enthalten sein könnten, also eine Umweltverträglichkeit letztendlich. Und das ging so oder geht so weit, dass sich auch private Bauherren
dazu verpflichten müssen, solange sie in irgendeiner Form auch auf städtische Zuschüsse oder städtische Zuschüsse für ihre Wohnungsbauprojekte erhalten. Und das hat sich dann ja durchgezogen, letztlich über alle Politikbereiche und eben auch im Finanzbereich, im Sinne dessen, dass es politischer Wille war, achtet darauf, wo ihr euer Geld anlegt und lasst etwas einfallen, wie das so transparent gemacht werden kann, dass wir wissen, wo unser Geld liegt und was mit unserem Geld passiert. Und seitdem begann der Prozess. Das war letztlich ein politisch getriebenes Projekt, das allerdings auch nie eine Unterbrechung erfahren hat. Es war zu dem Zeitpunkt, wo man damit angefangen hat, vor über 10 Jahren vielleicht noch etwas außergewöhnlich und nicht alltäglich. Aber es gab dann auch nie eine Stadtratsmehrheit oder einen anderen politischen Willen zu sagen, hört auf mit dem Zeug. Konzentriert euch wieder auf die Rendite, kauft Waffen. Das war nie der Fall, sondern es ist immer bestärkt worden, immer wieder aufs Neue sozusagen getrieben worden politisch und seitdem jetzt auch seit 1,5 Jahren die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wieder die Ratsmehrheit mitbilden als stärkste Fraktion im Stadtrat, bekommt das Ganze jetzt auch nochmal einen stärkeren Impetus und neue, weiterentwickelte Anforderungen, wie zum Beispiel eben die Auflage eines Green Bonds. Ja, danke. Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit nachhaltigen Veranlagungen für eine Kommune? Ist also Kosten-Nutzen-Verhältnis, ist es ein hoher Aufwand, das zu betreiben? Also die klassischen, also die Verankerung der Nachhaltigkeitskriterien beispielsweise bei den Kommunalfonds, Spezialfonds ist mit relativ wenig Aufwand. Das bedeutet, dass man sich selbst informiert, selbst fort- und weiterbildet, um überhaupt zu wissen, was ist da sinnvoll, wie kann ich es verankern. Also ein Generieren von eigenem Wissen. Auf der einen Seite sicherlich auch ein Austausch mit Zivilgesellschaft. Gibt es zwar nicht viele, aber es gibt auch in der Bürgerschaft Vereine und Institutionen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, mit denen den Dialog zu führen, von deren Wissen zu profitieren und einfließen zu lassen. Die muss man jetzt nicht extra suchen, sondern die sprechen uns schon auch aktiv an und wir gehen in Dialog. Wir werden jetzt auch dazu im nächsten Jahr ein Stadtratshearing veranstalten, wo wir das Ganze auch nochmal offener und wirklich stadtweit und auch für die Bürgerschaft transparent machen und darstellen. Und dann ist es schlicht und ergreifend, ist mal technisches Doing, diese Kriterien dann eben in den Verträgen umzusetzen. Das ist Aufwand, das ist sich damit auseinandersetzen, aber letztlich überschaubar. Was in der Tat sehr aufwendig war, war der Social Bond, der Zusammenhang mit sozialen Themen, die Nachhaltigkeitskriterien angesprochen hat. Da war es schon, also war eine Kollegin, die sich da sehr stark reingekniet hat, monatelang beschäftigt, um sozusagen auch mit den Partnern, den Banken und so weiter und so fort, dieses Thema zu strukturieren und auch, ich sage jetzt mal, sowohl von der Wirtschaftlichkeit her als auch vom Impact her sattelfest zu machen. Da sehe ich es allerdings so, dass wir neben den überschaubaren Kosten für Zertifizierung bzw. Second Party Opinion jetzt keine weiteren Aufwendungen haben und auch nicht haben dürfen aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Und wir werden beim Green Bond aus dieser Erfahrung profitieren. Also der Aufwand wird sich nicht in dieser Form wiederholen. Der ist einmalig, im zweiten Mal auch wieder ein Aufwand, aber ohne jetzt, das kann ich Ihnen nachher sagen, wenn es der Green Bond mal draußen ist, weil ich vermute mal 30% des ersten Aufwandes. Und dann wird es schon auch wieder lohnenswert, weil wir eben damit unsere Kreditlinien bei den Hausbanken oder bei den Geschäftsbanken entsprechend schonen und alternative Finanzierungen für uns, glaube ich, kommunal insgesamt sind vor dem, was wir vor dem Hintergrund, was wir vorhaben, durchaus auch unter Strukturierungsgesichtspunkten sinnvoll. Ja, danke. Ich habe auch gelesen, oder Sie haben es auch gesagt, dass sich die Landeshauptstadt München an den Kriterien des FNG-Siegels orientiert. Wie ist es dazu gekommen? Ist da eine Kooperation oder? Kooperation jetzt nicht in dem Sinn, das hört sich jetzt relativ platt an. Zunächst mal mangels Alternativ. das FNG-Siegel hat sich ja dann doch im Rahmen eines Standards oder eines Orientierungswertes so ein Stück weit parallel entwickelt zu unseren Bemühungen. Und irgendwann haben dann die beiden Gleise oder Stränge zusammengefunden. Also die Weiterentwicklung des Siegels ging voran, es hat sich auch immer mehr etabliert, es wurde immer mehr auch für den gesamten Finanzsektor mehr und mehr zum Standard oder zumindest zu einem respektablen Standard. Und so gesehen war das dann eine Stellgröße bzw. eine gewisse Taxonomie mangels einer bis jetzt zumindest bis vor kurzem
übergeordneten Taxonomie, um einen Orientierungsrahmen zu finden und der auch allenthalben akzeptiert worden ist, sowohl von unseren Partnerbanken als auch von selbst mal der Bürgerschaft bzw. dem Stadtrat. Danke. Ich meine, wenn man jetzt gehört, das ist ein Green Bond oder Social Bond, da braucht man mindestens 100 Millionen Euro, dass es sich lohnt. Was würden Sie denn kleineren Kommunen empfehlen, was sie machen können im Bereich nachhaltiges Finanzmanagement? Haben Sie da vielleicht... Also ich denke, bei der Geldanlage ist es wahrscheinlich die Gemeindegröße relativ unerheblich. Da muss ich halt mit denjenigen, die für mich mein Geld anlegen oder mit denen ich zusammen mein Geld anlege, das Thema besprechen. Da gibt es auch ausreichend Produkte jetzt unterdessen. Das ist ja in den Vorträgen vorher genannt worden, dass es da zu mehr Standards kommt, die Produktvielfalt zunimmt, sodass ich im Grunde genommen auch in allen möglichen Produktklassen dort etwas finde, wo ich mich nach Nachhaltigkeitskriterien ausrichten kann. Wenn es darum geht, mich zu finanzieren, Stichwort Green Bond, 100 Millionen, ja, da wird es dann schon kritischer. Es könnte ein Zusammenschluss sein, dass mehrere zusammen in eine Finanzierung begeben und gemeinsam eine Anleihe auflegen. Wobei ich mir das jetzt offen gesagt auch schwer vorstellen kann, wie mehrere Kommunen zusammen das dann organisieren, beziehungsweise halt dann auch die Verantwortung gemeinsam teilen. Da kann ich Ihnen jetzt kein Rezept geben, das müssten wir jetzt selber ein bisschen ausprobieren und sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Bei uns in Bayern spielt schon eine Rolle. Der Kollege in Regensburg, der jetzt dort neu gewählt worden ist als Kämmerer, der kam oder kommt so ein bisschen aus der Finanzwirtschaftslehre, also Universität, und hat sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr stark auseinandergesetzt in seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit, der Professor Barfuß. Und der sucht noch, mit dem werde ich immer in Kontakt sein. Vielleicht sprechen Sie ihn auch mal direkt, ansonsten melde ich mich wieder, weil er genau das Problem hat, dass selbst Regensburg mit einer Einwohnerzahl von 140.000 Bewohnern noch zu klein ist, um sich jetzt mit einem einmaligen Schluck aus der Pulle von 100 Millionen zu finanzieren. Ja. Aber da laufen jetzt auch Abstimmungen und das ist hier jetzt auch Gegenstand von unseren Gremien, Stichwort Bayerischer Städtetag und so weiter, wo dann über das gegenseitige Informieren hinaus vielleicht auch dann Kooperationen entstehen können. Ja, danke schön. Raphael, ich hätte noch eine Frage an dich. Und zwar, ob du Empfehlungen hast, wie Kommunen auch die Umweltzeichenrichtlinie für sich nutzen könnten. Empfehlungen, naja, also ich denke mal eh so ähnlich, wie es jetzt der Herr Frey auch gesagt hat im Hinblick auf das FNG-Siegel. Also ich glaube zum Beispiel gerade im Hinblick auf Ausschlusskriterien ist das österreichische Umweltzeichen natürlich sehr nah dran am österreichischen Markt, insofern als das, was Österreichern und Österreicherinnen aus einer gewissen moralisch-ethischen Werthaltung auch quasi wichtig ist. Also zum Beispiel die Ablehnung von Nuklearenergie oder Gentechnik in Österreich kann man sachlich natürlich diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Und das ist natürlich schon auch was gleich für Kommunen ganz vielleicht von Interesse sein kann, weil man ja auch dann quasi darstellen kann, es geht ja nicht darum zu sagen, ich bin in UZ49 zertifizierte Finanzprodukte investiert. Es geht auch, man kann auch einfach darstellen als Kommune natürlich, okay, wir haben jetzt für uns mal ganz basale Veranlagungsrichtlinien quasi überlegt. Wir haben die UZ49-Richtlinie uns angeschaut, was steht da drinnen im Hinblick auf Ausschlusskriterien, vielleicht auf ein paar Positivkriterien und nehmen das jetzt einmal als Anlass, unsere eigenen Finanzen quasi anzuschauen und dann entsprechend vielleicht nach einem gewissen Zeitplan gestaffelt anzulegen, beziehungsweise auch die Finanzierung so in den Blick zu nehmen, weil das ist ja natürlich auch, was man den eigenen Bürgern und Bürgerinnen, finde ich, ganz gut kommunizieren kann, beziehungsweise glaube ich, dass es auch in Zukunft immer besser und wichtiger werden wird, das zu kommunizieren, weil wir einfach in den letzten Jahren merken, dass das Thema nachhaltige Finanzen auch in der breiten öffentlichen Meinung, vielleicht zwar noch auf niedrigem Niveau, aber dennoch immer wichtiger wird. Ja. Also nur ein Beispiel, um ein Beispiel zu geben, das Klimaschutzministerium macht jährlich eine repräsentative Umfrage zum Thema Bekanntheit des österreichischen Umweltzeichens. Und da gibt es immer neben quasi allgemeinen jährlichen Modulen auch quasi Sondermodule. Und da war heuer wieder nach dem Jahr oder seit dem Jahr 2018
auch das Thema nachhaltige Finanzprodukte und auch das Thema nachhaltige Finanzen. Und da merkt man tatsächlich sogar beim Thema insgesamt allgemein nachhaltige Finanzen einen sehr signifikanten Anstieg, dass das den Leuten einfach wichtiger wird. Es ist auch merkbar bei nachhaltigen Finanzprodukten, also wo es dann um konkrete Produkte geht, die mir als Person wichtig sind. Da gibt es auch einen signifikanten Anstieg, aber auf niedrigerem Niveau, als einfach, dass die Leute jetzt schon wissen, das ist ein Thema. Und ich denke mir, wenn das immer breiter, einer immer breiteren Bevölkerung immer wichtiger werden wird, werden vielleicht auch irgendwann einmal die ersten Bürger, Bürgerinnen, Gemeinderäte, Rätinnen, was auch immer, vielleicht mal anklopfen und sagen, vielleicht sollten wir uns dieses Thema mal anschauen. Ja, danke, Raphael. Wir stellen ja auch immer wieder fest, dass das Thema, also diese Wissenslücke immer mehr geschlossen wird und immer mehr Privatpersonen auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass man mit einer nachhaltigen Veranlagung etwas bewirken kann. Danke. Und dann, genau, bitte nutzen Sie noch die Gelegenheit. Es ist noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sehe momentan keine Hand erhoben. Dann noch eine Frage an dich, Susanne. Kommen wir zu nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten für Kommunen. Und da hätte ich noch die Frage, inwieweit würde sich hier eigentlich Crowdinvesting gut eignen für Kommunen, um als nachhaltiges Finanzierungsinstrument? Ja, danke. Ja, wir haben ja gehört, dass natürlich eine Finanzierung über einen Green Bond in den Kommunen gewisse Schwierigkeiten vielleicht auch verursachen kann. Jedenfalls, das ist natürlich aufgrund der Größenordnung, gerade wenn man an österreichische Kommunen denkt, vielleicht das schwierig werden kann. Und ich denke mal, da könnte eben das Crowdinvesting ein ganz interessantes Instrument darstellen. Ja. Es geht hier um Bürgerbeteiligung. Ja, und ich glaube, das ist gerade bei diesem Instrument auf kommunaler Ebene irgendwo das Wichtigste. Ja. Ich glaube, Kommunen haben verschiedene Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Über eine Bankenfinanzierung, über einen Kredit ist es sicher einfacher, allein vom Aufwand her und auch von den Kosten. Also wie ein Crowdinvesting, das muss man schon klar sagen auch. Ja. Aber ich glaube, das Crowdinvesting bietet also wirklich diese Beteiligung, diese Einbindung von den Bürgern und Bürgerinnen einfach eben hier eine gute Möglichkeit, eben über diese Einbindung Klimaschutzprojekte, nachhaltige Projekte, soziale Projekte auch zu finanzieren und gleichzeitig ja auch für diese Menschen hier eine Veranlagungsmöglichkeit zu schaffen, weil das sind immer sozusagen diese zwei Seiten. Ja. Das eine ist eben die Finanzierungsmöglichkeit von Projekten, das andere auch die Anlagemöglichkeit, die transparente Anlagemöglichkeit für die Menschen. Ja. Also ich denke mal, es gibt da noch nicht sehr viele, auch was wirklich dieses Crowdinvesting über eine Internetplattform betrifft, noch wenige Beispiele dafür, aber ich denke mal trotzdem, das kommt noch und es stellt sicher eine gute Möglichkeit dar. Danke, Susanne. Angesichts der Zeit, wir nähern uns jetzt dem Ende der Veranstaltung. Vielleicht kommen Fragen von Ihnen noch später. Sie bekommen ja auch die Präsentationen noch zugeschickt. Da sind auch die Kontaktdaten da. Also Sie können sich jederzeit dann an uns wenden, wenn da noch Fragen auftauchen. Und sonst würde ich dich, Josef, bitten für deine Abschlussworte. Naja, mal von unserer Seite herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Danke, Josef. Ja, grüß Gott. Ja, Verzeihung, ich habe diese Buttons nicht so schnell gefunden. Ja, war sehr interessant. Ich wollte vielleicht noch zwei ergänzende Sachen sagen zu der Information von Magister Fink über den Bekanntheitsgrad. Das ist tatsächlich so, die Finanzprodukte, also die Bekanntheit der Finanzprodukte aufgrund der Markterhebung ist signifikant gestiegen, auch um 4% gegenüber 11% auf 14%. Es ist nach wie vor so, dass Österreich halt ein Land der Sparbuchsparer ist. Das Fondssparen und andere Sparformen sind relativ bescheiden. Also die Nutzung dieser. Aber das Umweltzeichen generell in Österreich hat einen hohen Bekanntheitsgrad, das zweite neben dem AMA-Siegel, also der zweite höchste. Und auch die Finanzprodukte, wie gesagt, sind signifikant gestiegen. Wir merken das auch im Haus bei uns, der Magister Fink sicherlich noch mehr als wir im Klimaschutzministerium, weil er direkt befasst ist, aber wir bekommen Anfragen von Banken,
privaten Leuten und Studenten und anderen, die sehr interessiert sind an der Nachhaltigkeit der Finanzprodukte. Man will wissen, was mit dem Geld passiert. Und ein Garant, ein wichtiger Garant, dass es auch wirklich entsprechend kanalisiert wird, ist das Umweltzeichen. Ich nenne nur das Thema Greenwashing, ist auch ein virulentes Thema geworden, nicht zuletzt aufgrund der besonderen Bekanntheit auch oder der Nachfrage nach Finanzprodukten stellen sich viele Leute auch die Frage, ist das wirklich alles grün? Und da zeigt sich, dass man auch mit einem entsprechenden Gütesiegel das Vertrauen der Nutzer oder der Anleger auch gewinnen kann, vor allem im privaten Bereich, wenn man weiß, dass man da ein Premium-Produkt auch bekommt, das entsprechend ausgezeichnet wird und entsprechend auch immer wieder adaptiert wird nach den neuen Kriterien, die sich am Markt immer geben. Also das wollte ich sagen. Das Umweltzeichen, das wir im Haus haben und in Kooperation mit dem VKI ist bekannt und auch wirklich auch ein Garant für die nachhaltige Finanzierung. Danke. Danke, Josef. Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Und herzlichen Dank auch an unsere Referentinnen und Referenten für ihren Input und auch Marco Steinlechner für seinen technischen Support. Und es würde uns natürlich freuen, wenn einige Kommunen motiviert sind, sich mit dem Thema nachhaltige Finanzen zu beschäftigen. Falls Sie Interesse oder Unterstützung benötigen, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass wir Ihnen einen schönen Nachmittag wünschen. Und bis bald, dann bekommen Sie die Präsentationen zugeschickt. Dankeschön.